Ahoi, liebe Schildmeier-Wikinger, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Moonstone Island mit eurem Erik Vikingson. Gestern haben wir den nächsten Ando-Baum gemacht und heute möchte ich mit euch als allererstes neue Geisterboxen herstellen. Und zwar mal eine, zwei und das war's. Mehr wollen wir gar nicht. Zwei ist in Ordnung. Es sind hier haben wir den Mondgras Geisterbox. Mondgras wächst ohne Wasser. Alle Geister, die in der Box sind, werden automatisch täglich gefüttert. Kann in der Geisterscheune platziert werden. Ja, füttern tue ich die selber, das ist mir egal. Wird benutzt, um Bodenfliesen und Tapeten herzustellen. Brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Spiegel der Selbstreflexion. Den sollte man. Wird benutzt, um den Fähigkeitsbaum einzusehen. Den könnte man auch bauen, das ist kein Problem. Also, wie gesagt, ich habe ja gestern schon mal gesagt, hey, passt auf. So lange wird das Ganze hier nicht mehr gehen. Bevor ich den Brief vorlese, sage ich das jetzt. Ich würde sagen, dass wir es so weit schaffen, dass wir den höchstlevelischen Geist machen können. Soweit machen wir noch. Und dann würde ich auch mit dieser angespielten Staffel erstmal aufhören, ja? Nur, dass ihr schon mal so ein Ziel vor Augen habt, dass ich ein Ziel vor Augen habe, wie wir weitermachen. Wie gesagt, es stehen neue Spiele an, die ich gerne testen möchte. Dafür möchte ich auch den Platz nehmen. Und wie gesagt, es ist jetzt extrem farmlastig. Und als Ersteindruck und als angespielt ist es eigentlich schon extrem lang gelaufen. Wir sind fast jetzt, ich glaube, heute bei Folge 22, wenn wir fertig sind, sind wir 25 Folgen. Ist schon eigentlich gut für so ein Angezockt, ne? Damit ihr mal Bescheid wisst. So. Hallo Alchemist, entschuldige bitte, dass ich dir den Brief schreibe. Aber ich wusste nicht, ob du bald im Forschungszentrum vorbeikommst. Und diese Sache ist ziemlich dringend. Mir ist der Kaffee ausgegangen. Solltest du welchen finden, verdanke ich dir mein Leben. Und das ist nicht mal stark übertrieben. Hilf mir bitte, Zed. Und woher meint der Herr Zed jetzt, dass ich Kaffee finden soll? So. Sehr nett hier von euch, dass ihr wieder nichts hergelegt habt. War anscheinend das falsche Fressen oder so. So, gibt's halt mal ein Eis heute. So, die Dinger möchte ich hier bauen. Und zack. Dann machen wir hier Futter rein. Und hier machen wir Futter rein. Und hier machen wir Futter rein. So. Dann heißt, wir können noch mal zwei Geister holen heute. Und ich denke mal, wenn wir die zwei Geister holen, sind wir dann auf dem Standpunkt, dass wir dann sagen können, okay, hier bist du falsch, dann sind wir auf dem Standpunkt, dass wir sagen können, okay, ich glaube, wir leveln gerade ganz gut. Ich weiß nicht, ich würde jetzt, vielleicht sehen wir, ich weiß auch nicht, ob wir das in den Fähigkeitsbalken sehen. Warum habe ich das hier oben? Das sollte ja gar nicht rein. Ich brauche einmal den, ich brauche den und den, da bauen wir uns den Spiegel jetzt. Bauen wir uns den Spiegel jetzt. Ob wir da einen Fortschrittsbalken sehen. Weißt du, wie ich meine? Den müssen wir aber hier drin bauen. So, den habe ich gebaut. Den stellen wir uns... Alter, ist ja groß. Den stellen wir uns da hin. Jetzt gehe ich da reingucken. Und da fehlt mir ein Fortschrittsbalken, weißt du? Ich will ja das hier haben. Stufe bis zu Stufe 10. Bis zu Stufe 10, Leute. Ich dachte, man kann schon hier, da können wir noch gar kein Giftviech zähmen, ey. Oh, krass. Ey, da können wir noch gar kein Giftviech zähmen. Ja, aber was soll ich denn da noch zähmen? Das ist ja Wahnsinn. Nur der Waldo will einen Geist haben, der Goldfisch im Glas. Siehst du, das machen wir heute. Der Goldfisch im Glas. Das Problem ist, wir müssen erstmal den Goldfisch finden. Das heißt, wir müssen auf diese Insel, denke ich mal, hier rüber, dass wir da die, weil der ist zu hoch. Hier wird man die Möglichkeit haben, aber da müssen wir jetzt, ja, da gehen wir uns den Goldfisch holen. Und jetzt mussten wir auch erstmal wieder finden, ne? Ach, Junge. Ich sah ja, jetzt wird es langsam echt heftig. Ja, wir müssen halt jetzt Geister bekämpfen, Geister bekämpfen, Geister zähmen. Dass wir da leveln, 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 dann wird das halt heute mal eine Kampffolge. Das ist ja nun mal halt so, ne? Das können wir jetzt auch nicht an Akta legen oder so. Das sind halt nun mal die heftigen Inselnabschnitte, die wir jetzt dann besuchen müssen. Und wenn wir jetzt erstmal ein Level 10 Geist zähmen können, was wir bisher entdeckt haben, war 14, 18, 23. Hast du nicht gesehen? Was sollen die denn jetzt machen? So, jetzt müssen wir erst so einen Goldfisch finden hier.
Den können wir ja dann wieder behalten. Da ist ein Ball. Goldfisch. Ich bin der Meinung, den könnte man schon, ne? Ey, das ist ein Boss. Lichter, Goldfischwasser, Rüstung. Ich kann doch kein Boss sein, ich probiere das jetzt mal kurz. Bosse kannst du nicht zählen, ist ja krass. Ja, das ist ja übel. Den haben wir weg, aber das ist ja mal krass as fuck, oder? Wir haben einen Mondstein gefunden. Naja gut, wir haben gelevelt, ne? Wir wollten ja eh kämpfen. Also von daher ist ja egal. Wir rennen jetzt halt hier rum, bis wir wieder irgendein Viech finden. Das ist eine Sandburg. Na ja, komm, den greif mal an. Vielleicht bringt er ja einen Goldfisch mit. Der Sandwirbler. Ey, die sind zu zweit, ne? Guck dir das mal an, wie krass wir die gelevelt haben. Die haben jetzt schon wieder ein Level abgekriegt, ne? Das ist schon cool, ey. Ach, cool, grüß dich. Da kannst du ja gleich deinen Erinnerungssplitter kriegen, mein Freund. Zeig dich mal bitte. Morgen! Du musst nicht weinen. Geist geben? Ach, der wollte ja. So, nächstes Stück. Da hängt es jetzt dran. Alter, guck mal, wie viel der braucht. Reden tue ich mit dir nicht. Kaufen? Ne, will ich nicht. Was willst du eigentlich für einen Geist? Für dich ist der Geist mit dem Goldfisch. Oh Gott. Ja, das ist schön, dass du hier bist. Da müssen wir den jetzt hier noch finden. Ja, aber finde jetzt mal den Geist. Jetzt hast du den durch Zufall einmal entdeckt. Dann ist es ein Endboss auch noch. Weil er Level 6 Endboss ist. Vielleicht doch wegen Level 6. Ach, da kann ich vielleicht nur bis Stufe 15 oder was? Das ist ja doof. Das ist ja beschissen, ey. So. Dann gehen wir den Stroli leveln und verfüttern gleich das Zeug. Du kriegst jetzt aktuell Kraft hier drauf. Du kriegst der hat halt richtige Scheißkarten, ne? Irgendwie gerade gekriegt. 7. Hier eine Karte. 777. Haben wir jetzt auf 14. Oh, Leute. Es gab halt jetzt auch leider... Guck mal, jetzt kein Geist mehr. Es gab halt auch leider gefühlt gerade... Da ist ein Wölkchen. Es gab ja auch gefühlt jetzt gerade kein... Da ist ein Schnorchler. Hier ist noch eine Dings drin, da kommt, dann kämpfen wir hier. Ist auch nur der Schnorchler. Es gab ja gefühlt jetzt hier auch keinen Goldfisch mehr, ne? So. Ey, der 27er Schaden ist OP vom Murmler. Das ist krass.
Ja, das war dein letztes Aufbäumen, mein Freund. So, Prügelei. Haben wir gerade gelevelt und zack. Ja, der Murmler ist auch kurz davor, gelevelt zu werden. Ey, mega, da haben wir schon Level 12. Ja, da können wir uns jetzt auf jeden Fall noch die letzte Kiste holen. Die soll ja hier noch irgendwo rumdansen. Geworden, unser Kleiner. Ja, aber das ist doch scheiße mit dem Fischglas, ehrlich. Runder Teppich, ja, ist super. Gucke ich, ob da unten eventuell noch ein Geist rumfliegt. Wenn nicht, gehen wir wieder raus und dann müssen wir halt mal gucken. Nee. Da oben sehe ich es jetzt leider nicht. Ja, ich laufe da jetzt auch nicht hoch. Also, das ist dann too much. Da habe ich jetzt einfach keine Lust zu, da bin ich ehrlich. Dann flieg mal lieber nochmal auf die andere Strandinsel und guck mal, da haben wir dann noch einen kleinen Dingens kriegen. Alles auch weg, ne? Da ist der Ball. Machen wir den noch. Stranballa. Hört sich an wie Sanhala. So. Ey, wenn wir jetzt kein Level abkriegen in der Geistergeschichte hier, dann weiß ich es aber auch nicht, ehrlich gesagt. So. Haben wir jetzt noch irgendwie eine Möglichkeit? Wir sind jetzt hier. Hier unten gab es keine Geister. Wir könnten jetzt da runter. Wir könnten da mal hinfliegen. Guck mal. Da unten ist so ein Inselabschnitt aufgemacht. Vielleicht haben wir da nochmal Glück, eine Strandinsel zu finden. Juhu. Das war jetzt auch klasse. Da ist nochmal eine Wolke. Naja. Geradeaus hier runter. Macht sich eine neue Abschnitt auf. Ist eine einfache Graslandschaft. Schade, Schatzkarte. Schatzkarten suchen haben wir auch nicht gemacht. Was ist denn das? Alter, das ist so ein Baumtyp. Ja, aber warte mal, der hat Stufe 6. Jetzt gucke ich mal, ob ich den 10 kann, ob der auch dann dieses Level hat. Also diesen Effekt da. Ich kann nur Level 5 Level mir holen. Ja, es ist doch krass. Ja, es ist ja bodenlos. Ja, da fliege ich jetzt aber auch. Ja, kann ich nicht mehr. So. Ich würde die auf jeden Fall auch leicht schaffen. Das ist jetzt nicht das Thema, ne? Aber ich bin da jetzt nicht drauf verpicht, jetzt hier diesen Kämpfe zu machen. Weil, das bringt mir jetzt nicht viel. Guck mal, da drüben haben wir aber die Möglichkeit, nochmal eine Insel zu finden. Was ist denn hier, die Baumstumpfinsel oder was? Pfeifen wir uns zurück.
Das ist auch nochmal eine größere Insel. Da haben wir nochmal so ein Meditierding. Das ist aber auch nicht das Nonplusultra, was ich suche. Da drüben macht sich nochmal eine Insel auf. Dann wird es auch bald dunkel. Das ist nochmal eine Giftinsel. Gut, hier sollten wir ja auch mal angeln. Hat man uns ja gesagt. Probier's jetzt einfach mal. Vielleicht kriegt man hier mal diesen komischen Fisch raus, den wir da kriegen sollen. Hier müssen wir uns eine Brücke rüberbauen. Da habe ich jetzt aber auch nicht so viele Brückenteile mit, dass es sich jetzt lohnen würde, die zu bauen. Oh. Unser erster Giftfisch, wa? Boah, sieht der cool aus. Fangzahnfisch. Was sollen wir eigentlich holen? Ein Blobfisch. Voll daneben. Mondsteinkugel. Mondsteinkugel. Passt auch nicht an. Da haben wir auf jeden Fall nochmal Verlies. Das ist doch dieser Regen, ne? Ey, und jetzt müssen wir mal Ausschau halten auf den Psychogeist. Das ist einer. Stufe 9. Boah, sieht der geil aus. Das ist ein Aas. Ja, Stufe 9. Da kotzt du doch ins Klo. So, und das frage ich mich ja jetzt gerade mal. Das sehe ich dann auf der Map. Also hier wäre dann die Möglichkeit, so einen Psychogeist zu finden. Aber Leute, ich sehe bei unserem Vorhaben, noch wenig Spielraum, dass wir überhaupt in den Genuss kommen, hier noch ein bisschen was zu sehen. Also ich glaube, wir jetzt dann wohl hier mehr oder weniger am Staffelende angekommen sind. Weil ich müsste jetzt extrem viel Offline-Zeit hier investieren. Ne? Und ach, schwierig. Wir gehen jetzt mal pennen. Und dann gucken wir uns einfach mal an, ob wir, wir jetzt schon mal einen höheren Geist leveln können. Aber Level 10. Gut, dann könnte man da drüben auf die Level 9 gehen. Aber boah, das glaube ich nicht, ey. Ich geh jetzt erstmal pennen. So. Wir haben keinen Skillpunkt gekriegt, ihr Lieben. Ich würde dann sagen, dann ist jetzt auch Ende. Also dann, wie gesagt, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich euch jetzt noch einbuddern soll, als jetzt die ganze Zeit Geister zu machen. Und auf Dauer das Zugucken, wenn ich jetzt hier Geister bekämpfe und es sind immer dieselben, bringt euch ja auch nichts. Seid ihr jetzt mal bei mir, ne? Da sind wir uns ja ehrlich. Ihr Lieben, dann würde ich jetzt einfach sagen, dann beenden wir die Staffel, die angezockte Staffel hier von Moonstone Island. Hat mega Spaß gemacht. Es ist ein richtig gutes Spiel, was wirklich an Stardew Valley und so weitere Konsorten dann erinnert auf jeden Fall. Mir hat es mega Spaß gemacht, aber wie gesagt, für eine Sache, ja, Let's Play weiterhin führen, ist zu viel Offline-Material, was ich farmen muss. Und die Zeit habe ich dann leider auch nicht mehr. Ne? Von daher, wir gucken jetzt hier nochmal, verabschieden uns von unseren Geistern.
Es war eine schöne Zeit, es war eine schöne Reise. Ich kann es wirklich jedem, der solche Spiele mag, ans Herz legen. Hier geht auch gerade gar nichts mehr voran. Das ist natürlich auch unglücklich. Ich würde sagen, das war's. Danke fürs Zuschauen, hat mega viel Spaß gemacht. Diese angezockte Staffel Moonstone Island. Ich danke euch allen fürs Dabeisein, fürs Mitfiebern. Und ihr könnt ja trotzdem nochmal drunter schreiben, welche Eindrücke ihr habt. Ob ihr es spielen würdet, ob ihr es spielt, wie weit ihr schon seid oder ob es doch auch für euch zu langwierig ist. Schreibt ruhig mal drunter, würde mich freuen. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.